Herzlich Herzlich willkommen willkommen bei hier Conan bei Conan Exiles. Exiles. Du hast ihn hier mit eingebaut. Das auch. Du alte Kacke, pack dein Schwert weg und nimm nur die Fäuste, Alter. Auf den Oh. Warte, ich hab meine Windows-Taste gedrückt und das ist jetzt. Oh, scheiße. Ach so. Oh, hier ist ja was los. Auf drei, Faustkampf. Alter. So, wir Nee. wollten eigentlich keine Aufnahme machen, in der wir uns jetzt 20 Minuten lang prügeln. Klar. Wir hatten eigentlich schon noch ein bisschen was anderes vorgehabt. Und zwar ist das jetzt unsere erste Aufnahme, nachdem der Sumpf und auch das Vulkangebiet live gegangen sind. Das Na. heißt, es war ja so einen Monat vorher der für Februar versprochene Patch, in dem das Kampfsystem kommt. Kampfsystem grundsätzlich ist toll. Ist wirklich toll, meine ich ernst. Klang jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Mal, pack deine Fäuste weg, Junge. So, ab jetzt, komm. Ja, wir waren ja schon mal da und wir dachten, vielleicht ist das Sumpfgebiet schon frei, aber nein, war's nicht. Und dann sage ich, oh, guck mal, eine grüne Wand. Und Stefano sagt, geh da mal nicht durch. Ich so, ja, warte, ich probiere das mal. Und ich bin dann da so vorsichtig hin und guck. Bin dann auf dem Weg wieder raus, so, na, und dann pff, umgefallen, tot. Alles klar, alles schön und gut, kein Problem. Und Stefano kam dann nicht an seine. Du, das ist mein Krokodil, verpiss dich, Junge. Da kommt noch Entschuldigung. eins. Dieser Junge, also dieser Junge. Ja. So, auf jeden Fall, jetzt gehen wir endlich in Los Sumpfos. Ohne drauf zu gehen. Hallo, Kollege. So, und was ich erzähle. Kapi, hinter dir ist noch eine Kacke. Ne, ja. Nee, was ich erzählen wollte, ich habe so geskillt, ich habe keine Ahnung, wie viele Lotustränke benutzt, und habe so geskillt, dass ich voll auf Bogen geskillt war, aber ja, ich hatte weder Ausdauer noch. Was war das? Ich hatte keine Traglast, ich hatte keine Ausdauer, das war absolute Kacka. Hier sind wir doch gestorben, ne? Genau. Also ich denke mal, wir machen das so, dass ich den Nahkampf übernehme Ja. und ihr beiden den Fernkampf übernehmt. Oh, der ist ja süß. Oh, komm, lass mich dein Bäuchlein kraulen. Gut. Ja. Ja, so wie immer. Mal so ergeben wir ein gutes Team. Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Ich habe fast die Skillung von Stefano übernommen. Aber auch nur fast. Ich hatte auch eben noch die Rüstung von Stefano an, aber mir fehlten da jetzt doch noch. Oh, ach, hallo, da sind Muddys. Ich würde gerne da mal rüber, wenn das okay ist. Wow. Tschüss. Naja, auf jeden Fall. Erstmal haben wir so super lange gewartet, dass das endlich hier losging. Also absolut blöd. Ja, und dann war es dann soweit und dann irgendwie so. Und dann konnten wir nicht auf den Server, weil das Server war nicht geupdatet und das war ein bisschen schade. Nicht wahr, Stefano? Irgendwelche Kleinigkeiten sind halt immer. Ja. Richtig. Richtig. Aber jetzt ist es soweit und jetzt gucken wir uns den Sumpf an. Und ich habe gesehen, dass es so ein ganz nettes Fleckchen gibt zum Bauen und das würde ich mir dann auch gerne schnappen. Das heißt, da könnte man auch eine Gemeinschaftsbase draus machen, ist mir so egal. Ich bin nur ein bisschen traurig, dass ich meine alte Kackrüstung tragen muss. Du hast gesagt, wegen Tragkraft und so weiter. Ja, Weil die Rüstung, die ja. man jetzt hier anhat, die gibt halt Bonus-Präzision. Es ist jetzt so, dass man eben, also sie haben das Stat-System umgebaut, die Attribute, die man hat, sodass man immer mit Verteilen durch Attributpunkte eben gewisse Perks freischaltet. Und die wirken sich jetzt maßgeblich. Das heißt, die wirken sich nicht auf den Spielstil aus, sondern man kann hier sehr stark das Skillsystem an den bevorzugten Spielstil anpassen. So müsste man es richtig sagen. Und
da kann man durchaus sehr viel Zeit investieren, um die Skillung rauszufinden, die einem liegt. Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe einfach die Skillung genommen, die ich vorher auch hatte und habe einfach nur meine Talente neu verteilt und habe meine Attributpunkte so gelassen. Und bis jetzt komme ich sehr gut damit zurecht, auch wenn optimal höchstwahrscheinlich ein bisschen anders ausschaut. Aber ich habe keine Lust, einen Lotus-Trank zu trinken. Und wie gesagt, bis jetzt komme ich damit recht gut zurecht. Leute, er lügt. Vorhin hat er noch voll krass angegeben. Oh, ich bin so geil. Ich hab immer noch meine perfekte Skillung, Alter. Ich bin so krass. Ja, das klingt voll nach mir. Genau so rede ich ja immer. Ich finde den Sumpf ganz nett hier. Und ich weiß auch schon, wo wir hin müssen. Einfach mal querfeldein. Ich kenne diese Ecke hier halt nicht. Ich habe nur einmal bei Vanitas drüben reingeguckt. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich kenne die Ecke hier auch nicht. Folgt mir, ich weiß auch nicht, was lang geht. Ich weiß, wo wir hin müssen, ja. Also. Ich weiß, wohin. In diese Richtung hier. Also ich weiß, ich gehe mir jetzt... Der Schlumpf, der hier mitläuft, ist Kapschule. Ach, scheiße, ich dachte, du hättest was... Kacke, ey. Ganz kurz... wäre ich fast den Weg abbekommen, aber dann habe ich mich doch entschieden, hier mitzulaufen. Was? Hä, klar. Hä, was redest du, ey? Wir haben uns doch alle gegenseitig verprügelt. Nee, du bist bloß ab und zu mal so ein bisschen spontan so vorgelaufen, dass wir dich kurzfristig aus den Augen verloren haben. Wie war das dann noch mit runterspringen? Oh, da wollte ich nicht runter. Ach, ich bin schon unten. Alles gut. Ich bin nur fast tot. Ist kein Problem. Klettert mal runter. Nur bitte nicht auf mich rauf. Stefano kann's noch, ich halt nicht so. Oh, scheiße, ey. Die Leertaste zum Festhalten, C zum Loslassen. Ja, wenn ich das jetzt mal hier... Ja. Naja. Ist auch schon wieder eine Weile her. Naja, gut. Aber ich finde das ganz nett hier. Ja. So, also ich habe diesen Auto-Regen-Perk nicht. Man regeneriert dann nach einer gewissen Verzögerung trotzdem sein Leben wieder. Ja, bei mir ging das jetzt richtig flott hoch. Also, oh, guck mal, hier ist Eisen, Junge. Also... Ich muss einmal auf die Map gucken. Wir sind richtig. Ich glaube, wir müssten mal hier hoch. Schaff ich nicht. Wie schaffst du nicht? Dein Ernst jetzt? Natürlich. Ich bin doch keine Gebirgsziege. Ach nicht? Ach nee. Du bist ja der Mann in der Frau. Ja. Ich bin weder Gebirgs- noch Gewitterziege. Du bist so eher eine alte Punz, ja. Na komm, kletter hoch, das schaffst du, Olle. Ja! Lalalala. Und jetzt kletter ich da hoch. Und dann kommt mir irgend so ein großes Viech ins Gesicht, weißt du? Das. Wie, du schaffst es nicht? Da sind mehrere Vorsprünge, wo du hochklettern kannst. Was? Hä? Wo seid ihr denn? Schaffen das nicht, hier hochzuklettern. Ah, Stefan, hier rechts, komm mal stehen. Ja, das meine ich doch. So, einer ist oben. Warum mache ich eigentlich die Scheiße? Es gibt garantiert den Weg außen rum da hoch. Wisst ihr was? Hey, ich gehe außen rum, das ist mir zu doof. Stefan will damit sagen, er ist wieder runtergefallen. Er ist nicht hochgeklettert. Ich habe doch gesagt, ich bin keine Gewitterziege. Ich verstehe das nicht. Oh, die Musik ist nice. Hör auf, schlag dich selbst. So. Guck mal. Hallo. Toll, nicht getroffen. Ja, ja. Toll, nicht getroffen, ey. Ja, obwohl sie friedlich sind. So. Wo bleibt er denn?
Ja, ich habe mir einen Vogel angeguckt, der so aussieht wie du. Was? Was? Oh, guck mal hier. Das ist eine schrotte Ruine. Oh, hier ist auch ein geiler... Ja, Mann, hier möchte ich bauen. Oh, Kreuzung des Büßers. Wer hat sich mit dem Piepmatz angelegt? Der Piepmatz hat sich mit mir angelegt. Eigentlich ist er dir hinterher gelaufen. Also hier möchte ich gerne bauen, auf diesem Baum. Du willst hier auf diesem Baum bauen? Ja. Jetzt wird's dunkel, das heißt, ihr seht natürlich wieder nichts. Ich gucke nochmal auf die Map. Und wir sind nah dran. Nein, also hier baue ich definitiv eine kleine Base. Wir schauen weiter, ob es noch eine bessere Base gibt. Nein, das war aber genau die... Geh mal schneller jetzt hier. Alter Opa, ey. Oh, das taugt mir überhaupt nicht, mit euch hier rumzulaufen. Mein Hund hustet. Kannst du mal aufhören, mich zu schlagen? Oh, mein armer Hund hustet. Er ist doch nett hier im Dunkeln. Naja. Seid ihr alle da? Nein. Hä? Ach, er kommt. Die kommt. Es kommt. Wir sind gleich da. Ja, genau. Nimmst du sie an die Hand oder was? Jungs? Ja, hinter dir. Ha, gut. Schade, dass wir herankommen jetzt, wo es dunkel ist. Ich sehe halt nicht viel und ihr halt auch nicht, Sünde. Was? Eine Musch. Eine Mitzemoll. Hallo. Oh, Muschel, die hat noch gegähnt. Ja, natürlich. Oh, ich. Du hast sie ja geweckt. Oh, die ist so müde jetzt. Einmal Map. Oh, Jungs, wir sind da. Wo ist denn dieser Eingang? Oh, hallo. Oh, kann man den tame? Oh, bitte nein. Kann ich den haben? Oh, der hat... Oh, hallo, bist du süß. Oh, nein, Entschuldigung. Oh, da, die ist sauer. Ja, natürlich. Ah, okay. Die Musch im Wald. Entschuldigung. Ja, ja. Eine Musch im Wald. Also das Sumpfbiom. Vielleicht daneben ist noch eine. Das Sumpfbiom ist so für Leute zwischen Level 40, ja 20, 40 so rum. Genau. Hallo? Dagons Treppe. Toll. Ja, Dagon scheint nicht besonders groß gewesen zu sein. Nee, aber hier, guckt mal auf die Map. Ach nee, wir müssen doch noch weiter. Ich habe mich völlig verguckt. Verzeiht mir bitte. Oh, ich hab Durst. Ja, dann trink was. Ja. Ach hier, guck mal auf der... Oh. Hä? Guck mal. Wo geht's jetzt hier runter? Also... Sandsturm, Jungs. Sandsturm. Stellt euch mal hier rein. Ach, das ist eine Musch. Muschel. Muschelmusch. Kommt mal hier rein. Muschel. Oh, Sandsturm riecht, im also ganz ehrlich. Kai, du dich mal wieder, du stinkst. Nee, ihr riecht von dem ganzen Gerenne und Geschwitzer. Das mag ich nicht. Dann geh halt raus. Ja, kann ich auch. Ich habe noch eine Sandmaske, aber dann verliere ich meine... Ich hab doch den Sandsturm gesehen. Nee, oder sind das die Wolken? Das sind hier... Also mir wird kein Sandsturm angezeigt. Scheint hier schon ein bisschen windig zu sein, aber... Entschuldigung, ich wollte nur kurz mit euch alleine sein. Geht's hier nicht runter mit einer Treppe oder sowas? Heißt das nicht Dagons Treppe? Kann das mal bitte hell werden, ey? Hallo. Ja, so richtig Uhrzeit haben wir ja nicht mehr. Nee. Das ist noch so ein cooler Baum. Aber hier an Dagons Treppe möchte ich gern bauen. Ich weiß ich nicht. Schau erst mal weiter. Es ist auch die Frage, ob du da überhaupt bauen kannst. Ich meine, Nein, da hinten. Doch, das geht. Doch, das geht. Das habe ich nämlich bei Vanitas gesehen. Es geht.
Schau erstmal. Sind da Pupis, die hauen? Schießt da jemand auf uns? Nö. Nee, das ist windig hier. Also da drüben geradeaus, da geht eine Treppe nach unten. Also eigentlich da, wo wir hergekommen sind. Ich finde, wir könnten ruhig noch weitergehen. Und gucken uns das dann nochmal in Ruhe an. Also finde ich, wenn das so in Ordnung ist für euch. Ja, mach mal so. Ich nehme das Baby. Entschuldigung. Ja, das sind alles XP. Ja. Die wir nicht mehr bekommen. Also Level Cap wurde nicht erhöht. Mit den neuen Gebieten und mit dem Patch. Also Max Level 60? Immer noch, ja. Wie kommen wir denn hier jetzt wieder runter? Entweder durch... Nee. ...oder Kletteraktionen. Machst du Geronimo? Soll ich es einmal vormachen? Ja. Oh nein! Oh shit! Der Anfang war gut, der Rest war scheiße. Wandhüpfen und ja. Und du hast das nicht überlebt, oder? Also ich lebe noch. Ich bin geklettert und. Also mir geht's super. Das war heldenhaft jetzt. Warum machen wir den Quatsch eigentlich so? Was Geiles, Mann! Weil's geil ist. Ah, warum hält sie sich nicht fest? Bist du tot? Ja. Was ist denn... Ja, ich warte hier auf euch. Mhm. Ich bin hier ganz alleine. Mit ohne Ausrüstung und, Was ist das? Da rollt dein Kopf. Was ist das denn, Alter? Da rollt dein Kopf zum Wasser runter. Was, sowas muss echt nicht sein. Entschuldigung. Habt ihr genügend Zeit in dieses Spiel investiert? Nein, habt ihr nicht. Also sterbt ihr und lauft zu eurem Leichnam. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis ich mein Haus hier fertig aufgebaut habe, damit ich die Treppe finde, wo ich runtergehen kann. So. La 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 la, hübscher Kopf. Also normalerweise geht das zuverlässig. Gegen die Wand hüpfen und klettern. Naja, also ich hatte diesmal echt kein Problem. Ich komme zwar immer durcheinander, weil wir haben schon schlimmere Berge hinter uns gelassen. Ja, vor allem im Norden, gell? Da haben wir eben Berg runtergerutscht. Ja. Yeah. Da war's, keine Ahnung. Sie hat sich nicht mehr festgehalten. Warum auch immer. Ja, das ist frech. Das ist frech. Also ich bin noch gerutscht, also ich habe mich noch festgehalten, aber zu spät wahrscheinlich. Also ich bin dann noch am Boden aufgeknallt. Nö, also meine hat sich nicht mehr festgehalten, definitiv nicht. Jetzt habe ich ein Steinschwert und das war's. Vermutlich werde ich gar nicht bei meiner Leiche ankommen. Doch klar. Aber wo ist denn der Rest von deiner Leiche, frage ich mich. Also ich versuche nackt zu meiner Leiche zu rennen. Ja, das... So schlimm ist es da ja nicht. Ich frage mich nur, wo deine Leiche ist. Da liegt nur ein Stück von deinem Kopf. Das reicht mir. Ich kann mein ganzes meinen ganzen Krempel aus meinem Kopf looten. Ach stimmt, ja, das kannst du. Gut. Gut. Da liegt ein Stück Kopf und das war's. Auch gut. So. Was ich ganz cool finde, ist diese königliche, Rüstung hier, das finde ich ganz nett. So, falls es dunkel wird, ich mache euch hier ein kleines Mini-Feuer hin. So. Oh Mann, das finde ich jetzt doof. Was denn? Was denn? Ja. Ich mir überlege, wie oft ich am Anfang immer gestorben bin, ey. Hm.
mit dem Sterben ist ja gar nicht so schlimm. Ich muss mich jetzt erstmal nur orientieren, wo ich denn grob hin muss. Da hinten. Okay. Ist auf jeden Fall ein ordentliches Stück zu gehen, ja. Ja, vor allem möchte ich nicht wieder den gleichen Quatschweg gehen, den wir zuerst gegangen sind. Entschuldigung. Das geht definitiv ohne den Gebirgsziegenmodus. Vor allem scheint so zu sein, dass es hier irgendwie. Wie lange dauert das jetzt, bis die Leiche weg ist? Ach. Du kannst ja drauf gucken und sagen, wann unser Krempel verschwunden ist. Da sind Gebirge drum. Das heißt, wir müssen irgendwo hochklettern. Wir sind runtergesprungen zu einem Flusslauf. Also denke ich mal, wenn man am Wasser bleibt, wird man da auch hinkommen. Machen wir ganz spektakulär mal hier so ein bisschen zwirren. Da. Wie viel Zinn brauchte ich denn dafür? Sag mal, wo ist denn das, was ich machen wollte? Es ist natürlich toll, den besten und idealsten Weg irgendwo zu suchen, wo man noch nie vorher war. Besonders wenn der Weg, den man zuerst gegangen ist, einfach mal, naja, sage ich jetzt nichts zu. Ach. Für den Arsch ist ja nix. Kann ich eigentlich eine Kiste hier in Conan einfach so auf den Boden stellen, ohne Foundation? Ja. Gut. Gut. So, ich habe nämlich Angst, dass eure Sachen verschwinden und aus dem Grund werde ich jetzt eine Kiste bauen und die Sachen dann sonst da reinschmeißen. Ich bin gleich da. Ah, super. Reinpacken. Nee, gut. Alles gut. So, dann brauche ich nochmal Holz. Holz. Gimme Holz. Ja, komm jetzt. So, ich finde das aber hier so ein bisschen so ruckelig irgendwie. Ich weiß noch nicht so genau. So, wo ist die? Was ich ein bisschen doof finde ist. Ich baue mir jetzt hier eine Hütte hin. Ich komme nicht mehr. Fang noch mal bei Null an. Was? Nein. Sag mal. Ah, Nashorn, schön. Ein rosa Tiger-Nashorn. Ihr habt euch leider geirrt. Das geht nicht ohne Foundation. Manchmal ist weggelaufen. Warte mal. Abdul-Tai, hier kommt gleich ein Nackenflitzer an. Ja, ich habe die Nacktheit wieder ausgeschaltet, alles kein Problem. Kommst du von oben oder? Sag ich nicht. I. Okay, warte mal, Foundation. Oh, das ist so lange her, dass ich hier richtig gespielt habe, aber. Es gibt so schöne Spots zum Bauen. Die Lederholzdecke. Ja, weiß ich, Mensch. Wo ist die Foundation? Ich brauche eine Foundation, mehr brauche ich nicht. Da. Nee, nicht. Ach, hier Fundament. Ja, genau. Wieso ist das jetzt so schwierig? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, und die Leute, die das Video jetzt gucken, wie ihr lacht mich aus, dann verfalle ich in Tränen. Ich will kein Holz, ich will einfach nur ein Steinfundament. Hier, Kacke, Sandstein. So, 35 Steine, krieg ich hin. La 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 la. Jedoch einfacher, wenn ich das so mache. So, oder? Wo ist mein Kopf? Warte, in der Nähe vom Feuer. Wo ist das Feuer? Warte, hier liegt dein Kopf, hier. Wo ist mein Kopf? Vor meinen Füßen. Nö. Doch. Nö. Also nur für dich, für mich nicht. Gut, dann lass mich jetzt ganz schnell diese Kacke bauen und dann packe ich deine Sachen da rein. Soll ja nicht so schwer sein, oder? Oh,
Das ist meine Leiche hier. So. Eine Sekunde, ich baue jetzt ganz schnell so eine Kacke vom Foundation und dann tue ich da die Kiste rauf. So, zack, einmal herstellen bitte. Ist das schön hier. So, schneller jetzt hier. So, zack, bam. So. So. So, hier ist schon mal... Ich finde meine Leiche nicht. Ja, jetzt entspann dich. Ich nehme aus der Kiste mal bitte deine Rüstung raus, ja? Nee, wenn er sich entspannt, der, stell mal vor, seine ganze Rüstung ist weg, ja. Ja, ich hab doch alles da, ist doch alles super. Alles gesaved, oder? Ja, klar. Das müsste, war das dein Bogen, ja. Ich hatte zwei Bögen. Ja, chill, der andere ist noch da drin. Mhm. Hat so, die Schallverstärkung dabei? Warum das denn? Keine Ahnung. Da ist ein Bogen jetzt zu viel drin und das gehärtete Stahlschwert ist auch nicht mehr. Oh. Wo ist denn das? So, hier. Da. Genau. Den Rest Stuff, den ich jetzt gerade nicht brauche, schmeiße ich da mal rein. Mein hyrkanischer, mein alter Bogen fehlt noch. Der ist uralter Bogen, das müsste der sein, ja. Ich weiß nicht mehr, welcher deiner war und welcher meiner war. Ja. Ich kann dir das nicht sagen. Kurz abfahren. Ich kann dir das nicht sagen, lieber Stefano. Ja. Also ich hatte auf jeden Fall einen uralten, den hykanischen, den habe ich auf jeden Fall einen. Der zweite ist definitiv nicht meiner, der da drin ist. Ja, stimmt, ich hatte nämlich auch zwei Bögen, genau. So. War mein uralter Bogen nicht gepimpt? Okay, gut, egal. Das weiß ich nicht. Kannst du aber, sonst gib mal den anderen raus. Ja. Da sind die Pfeile drauf, der war gepimpt. Ah, okay, alles klar. Gut. So, alles klar. So. Und weil es so schön war, sag ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ach, guck mal. Monsieur hat sich hier wieder in Rettungsstellung gehängt, ne? Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich sag mal ganz dreist bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. Tschüss.